Ach, guck mal, hervorragend, ja. Und jetzt könntet ihr auch Ton haben. Robin, jetzt können wir auch einfach so tun, ja, als wäre das gerade nicht passiert, was gerade passiert ist. Ja? Der Droggelbecher ist übrigens auch da gerade. Den kenne ich noch aus dem Gameswelt-Chat, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe ein bisschen Angst bei mir. Robin, reiß dich zusammen. Was waren, also, wir können ja mal so mit dem Aufbau erzählen. Wir haben das Ganze halt geplant, haben dann erstmal die ganzen Paletten da hinten besorgt und wir haben uns dann halt vor 3 Wochen montags ein Auto gemietet, so einen dicken Sprinter, und haben die ganzen Sachen besorgt. Und das war schon ein Abenteuer, weil, wie am Ende rausgekommen ist, gab es eine Verwechslung bei den Europaletten. Die Vorlage hast du jetzt nicht genommen, schade. Es gab eine Verwechslung bei den Europaletten. Entschuldigung, ich war gerade mega konzentriert. Sorry. Oh shit. Ich dachte. Es gab eine Verwechslung bei den Europaletten. Bitte hilf mir auf die Sprünge. Man musste sich vorher woanders anmelden und wir sind ins Lager gefahren und wollten einfach welche kaufen, aber das konnte man gar nicht. Ach so, ja, man stimmt. Musste vorhin ein Büro anrufen und sagen, hey, wir möchten gerne Europaletten kaufen. Das haben wir auch getan, in diesem Büro angerufen. Das Büro hat uns dann aber gesagt, hey, ihr könnt einfach vorbeifahren. Dann sind wir vorbeigefahren und gesagt, so, ja, ihr müsst vorher im Büro erstmal einen Auftrag kredenzen. Hieß so, ja, aber wie? Das so, ist generell einfach ein super kurioser Laden gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, es sind einfach 2 Menschen. Shit! Ich bin gestorben. Rette mich! Zu spät. Ich bin schon tot. Du musst nicht mehr zurückgehen. I'm already dead. Sorry. Ihr müsst euch vorstellen, es sind einfach 2 Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als mit einem Gabelstapler fahren. Oh, das ist auch nicht gut. Wieso haben wir denn jetzt ein Brummen? Das Brummen ist auch nicht gut. Das hatten wir doch eben in der Vorbereitung nicht. Ich guck mal. Moment. Kann es sein, dass wir die Mikrofone von der Bar muten müssen? Sind alle gemutet. Das ist aber schade. Darf ich trotzdem weiterspielen? Ja, ich bin noch auf dem Zockbild. Deswegen spiele ich gerade noch etwas weiter. Hm. Also wie gesagt, ist heute gerade so ein bisschen schwieriger. Keiner von euch hat damit gerechnet, dass wir ohne Startschwierigkeiten hier in unseren neue Zokolores-Geschichte, Zokolores 2.0, das ist der inoffizielle Running-Title, ja, hineinstarten werden. Das heißt, vermutlich zocken wir heute einfach so ein bisschen casual, versuchen währenddessen unsere übrigen technischen Probleme zu fixen. Ist alles doch ein bisschen neu und auch ein bisschen groß für uns, müssen wir ehrlich sagen. So viele Kameras, so viele Mikrofone, ne? Da kann schon mal was schief gehen. Zumal wir ja wirklich erst 2 Stunden, bevor wir heute live waren, tatsächlich fertig geworden sind. Ich war gerade dabei, die Geschichte zu erzählen, wie wir versucht haben, die Europaletten hier in München zu besorgen. Erstmal habe ich gedacht, so eine Europalette kostet original 40 Euro oder so, also kostet ein Schweine viel Geld. Ja. What is happening? Ich brumme. Bin ich der Herd, der. Oh je. Jedenfalls, stellt euch vor, man kommt an einem Lager an und da stehen 300.000 Europaletten herum. Ja? Und es sind 2 Leute, die mit einem Gabelstapler und einen Gabelstapler fahren und ein Bier in der Hand haben. Ja? Und die sind nichts anderes als Paletten aufeinander zu stapeln, wieder abzubauen und woanders einen Stapel von Paletten wieder aufzubauen. Ja, super kurios. Und bei diesen Menschen, die auch irgendwie so neckisch Zigarette rauchen, da standen und halt auch ein bisschen genervt waren von unserer Anwesenheit, haben wir versucht, Europaletten zu besorgen. Ja. Hat dann auch geklappt, nach den Komplikationen, die Robin vorhin schon geschildert hat. Letztendlich haben wir nur 8 Euro pro Europalette gezahlt. Das ist ziemlich günstig. Ich dachte nämlich wirklich, dass die viel, viel teurer wären, die Dinger. Shit, was ist denn los hier? Es ist mega stressig. Freunde, ich sag euch das. Es ist mega stressig. Aber ich mache mich gerade gar nicht so schlecht, glaube ich. Guck mal, den Acorn Maker. Ach so, der produziert die. Der produziert die Dingelchen. Soll ich was sagen? Ja, bitte, Robin. Nee. Mein Mikrofon ist kaputt, das kann ja nicht wahr sein. Dann steck doch einfach mal mein Mikrofon ab, ja? Ich bin gestorben. Hallo, ich bin der Michael, der in der einen Hand seine Biertulpe umklammert, in der anderen Hand ein Kontroll. Mein Mikro ist kaputt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Nee. Was mache ich jetzt? Ich hänge das hier ein. Robin, erinnerst du dich an den Mikrofonhalter? Ja? Herzlichen Glückwunsch, Michael Bamberger hat sein 200-Euro-Mikrofon geschrottet. Ja, aber wie hat Michael Bamberger das denn gemacht, Robin Rottmann? Ich glaube einfach, das ist verschlissen. Ja? Da habe ich einfach zu hart mit meiner tollen Stimme reingesprochen, dass es einfach kaputt gegangen ist. Ne? Vielleicht, ja genau, bitte. Das wollte ich gerade vorschlagen. Robin Rottmann, der Mann der Stunde, holt mir jetzt gleich einen Mikrofonhalter, damit ich mein Mikrofon nicht mehr
in der Hand halten muss. Ist natürlich ärgerlich, ja? Ich hatte mich gerade an dieses Mikrofon gewöhnt, ja? Also dieses Mikrofon und mein Gesicht waren schon beinahe eine Einheit, ja? Super sad. RIP. RIP, mein schönes Mikrofon. Wir hatten schöne Zeiten miteinander. Wir haben Mario Rabbids unter anderem aufgenommen. Wir haben einen Großteil der Battletoads zusammen audiofiziert. Ja, wir haben The Daedalus Encounter zusammen überstanden. The Daedalus Encounter, und ich sage das mit einem abschweifenden Blick in die Regie, steht übrigens auch noch aus. Ja. Wir haben dieses Spiel nicht zu Ende gespielt. Fucking grauenhaft. Ja gut, ist schade. Hat man halt mal sein Mikrofon kaputt gemacht, ne? Aber wenn man sehr lange... Ja, das ist eine... Was ist das? 3? 5? Oder sowas? Genau. Danke, Robin. Danke, Robin. Guck mal, jetzt könnt ihr... Oh mein Gott! Please be careful. Es ist kaputt. Ja, aber ich bin noch nicht kaputt, Robin. Ne? Weißt du, was wir machen können? Ne? Einfach mit Panzertape dran machen. Ich kann mir das vielleicht auch einfach so halten. Ich kann mir das vielleicht auch einfach so halten. So, das ist bestimmt auch richtig hervorragend, nicht wahr? Oh, oh boy, oh boy, oh boys und girls, ja? Ich will nicht immer nur oh boy sagen, ja? Man kann auch gleichmäßig... Kleinen Moment. Man kann auch gleichermaßen erstaunt von Frauen sein, ja? Von girls sein, wie von boys. Deswegen... Oh girl, ja. Wir arbeiten nach wie vor. Wir lagen doch eben 10 von diesen Haltern rum. Ja, der eine war das. Also ich glaube nicht, dass wir 10 von diesen Haltern hatten. Das Geile ist, Dave ist noch nicht hier. So, gerade habe ich es noch verteufelt. Habe so gesagt, ja, der Dave, ja, der könnte schon mal pünktlich sein. Ne? Also in Bayern ist man pünktlich, habe ich mir sagen lassen. So, mittlerweile bin ich relativ froh, dass Dave noch nicht hier ist. Ne? Denn Dave muss diese technischen Lappalien, diese kleinen Schwierigkeiten, die muss er nicht mitbekommen. Ne? Guck mal, Bumbling Biscuit sagt doch einfach nur laut genug brüllen. Bumbling Biscuit ist Lisa, oder? Was? Bumbling Biscuit ist Lisa, oder? Sehr gut. Oh, du kannst mir auch so eine riesen Manfrotto-Klammer einfach an den Start bringen. So. Die kann ich mir dann einfach schön... Die kann ich mir einfach schön in die... Okay. Ja, das ist geil. Du kannst ja auch von vorne... So warte. Das geht schon. Das geht ja, schon. Genau so. Das ist doch nice. Okay. Hallo? Is this thing on? Haben wir noch ein viertes Mikrofon und eine vierte Handschelle? Ja. Die liegt da vorne noch. Die liegt unten auf dem Teppich. Nee, wo die ist das? Komm mal jetzt wieder her, Robin. Bambi, ernste Frage, sind das so flausche Socken? Ja, die sind ziemlich flauschig. Ich werde mal einen kleinen Flauschigkeitstest stattfinden lassen. Ich habe mir leider die Unterschenkel nicht rasiert heute. Die Socken sind sehr... Also, ich glaube aber tatsächlich, Miss Pipuli, sie sehen flauschiger aus, als sie sind. Ne? Also, das sind eigentlich ganz normale Socken. Ja? Ganz normale, handelsübliche Sportsocken für den aktiven Mann von Welt wie mich. Kennst du das, wenn du dein 200-Euro-Mikrofon abscheißt während des Launches? Ja, ist auch mega gut, dass es heute passiert. Ist mega nice, dass es heute passiert ist. Ich weiß auch nicht, ich weiß echt nicht, wie man mich hört. Ne? Ich glaube, man hört dich okay, ehrlich gesagt. Ich steck mir mal einen Ohrenschritt. Ja. Robin. Ey, ist das zum Kotzen? Mal, ist das zum Kotzen, dass dein Mikrofon kaputt gegangen ist? Das nervt mich gerade mega. Robin, du süße Maus, ich knuddel dich jetzt mal. Robin, wie wär's denn, wenn du nochmal ein Getränk holst gerade und wir stoßen nochmal an. Ne? Und dann spielen wir ein bisschen hier Kappen. Ja, ne? Okay. Da wird man doch mal feiern dürfen heute, ne? Da wird man wohl mal feiern. Weißt du, Robin, da wird man doch wohl mal trinken dürfen vielleicht, ne? Robin, ich weiß, du bist immer am Arbeiten, ne? Du bist immer am Rotieren und so und immer am Machen, aber heute, ne, da darf der Rottmann auch mal die Zeche in Bielefeld lassen. Ne? Da darf er auch einfach mal sich gönnen, ne? Was auch immer er möchte. Schön, dass du mir ein Bier ausgibst, indem du mich ein Bier holen lässt. Das ist sehr lieb. Ich dachte, du hättest eins hier, ich wollte eigentlich nur mit dir anstoßen. Aber es ist natürlich auch schön, jeder Gang macht krank. Aber man hört dich super. Ach, sehr gut. Sehr gut. Steve Pride, auf dich ist Verlass. Ja? Auf dich und deine Zielsicherheit in XCOM. Das sind die zwei Sachen, die zwei Konstanten in meinem Leben. Guck mal, das sieht sehr sicher aus. Ja, das ist okay. Das hält. So, können wir jetzt Cuphead besiegen? Das hält so lange, bis wir Getränke halt haben. Ja, wir müssen das Ding jetzt wirklich durchspielen. Eigentlich ist Cuphead doch nur Contra. Ja? Oder? Das ist doch eigentlich nur Contra in Süß. Eigentlich ist es ein süßes Contra, ja. Contra in Süß. Das passt schon. Wir können mal so ein bisschen generell reden, was passiert jetzt eigentlich, wo wir das Studio haben. Streamen wir jetzt etwa mehr? Nee.
glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Wir haben das einfach nur so gebaut. Nee, wir machen jetzt, wir reißen es jetzt einmal ab und genau. Gut ist. Nee, wir dachten halt, wir machen diese Woche eine Sendung und so und dann ist es auch gut. So, dann oh, kann ich übrigens eine Nachricht an unser Team rauslassen, was gerade im Meetingraum zuguckt? Ja, sicher. Unsere Biersäule an der Bar müsste gleich nochmal aufgefüllt werden. Vielleicht, vielleicht hat ja Robin, jemand Lust, das zu machen. Robin, oh. Anschaffung Loris. Ja, sonst muss ich ja Arbeitsanschaffung Loris. Sonst müsste ich gleich nochmal in die Küche. Bevor oh, Dave. Robin. Ah, hol mich! Hol mich! Ich hab's nicht geschafft! Ah. Oh, Bambi. Robin, I wanted to say. 200 you. Euro von Mikrofon, Mann? Bitte was? What? Kannst du bitte kurz bei Tippi auf F5 drücken? Kannst du bitte. Hat dir jemand gerade ein neues Rode geschenkt? Serious, Leute? Ernsthaft? Alter, der Mikrofonmann schreitet zur Tat. Das ist nicht dein fucking Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst. Ja, Mann, so bitte groß. Was passiert denn heute? Kannst du noch was richtig Teures kaputt machen? Oh, oh. Unser 4000 Euro Fernseher funktioniert auch nicht mehr. Unser Sony Bravia Leute, Ultra 4K 8K kein Scheiß, HD. Kein Scheiß, vielen Dank. Wir stoßen auf dich an, unbekannter netter Spender. Ihr seid wahnsinnig. Das ist ein sehr langes Getränk. Bestell dir dann mal morgen ein neues Rode. Robin, das ist ein sehr langes Getränk. Das ist ein sehr langes Getränk. Alter, 200 Euro Mikrofonmann, du bist Ehrenmann. Weißt du, ich Mikrofonmann ist Ehrenmann. Mikrofonmann, richtig guter Mann. Weißt du, ich habe zwar kein gutes Mikrofon gerade, aber ich habe ein sehr langes Getränk. Weißt du, muss man auch ein bisschen kompensieren eventuell, ne? Was passiert denn heute? Find ich super. Hey, find ich super, ihr braucht Getränkehalter, hier. Hey, ihr braucht ein neues Mikrofon, hier. Weißt du, was ich mir wünsche, Robin? Es gibt diesen T-Rex auf Amazon für 6.000 Euro. Pass mal auf. Ja. Yeah. Ein Eisbär. Ein Eisbär. Ich weiß nicht, was ein Eisbär kostet, aber ein Eisbär fände ich schon ziemlich gut. Aber der muss auch nett sein, muss ein netter Eisbär sein. Ja, so ein Cola-Eisbär, der zu Weihnachten kommt und irgendwie... Ja, LKWs fährt. Das machen die Cola-Eisbären nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich fahr nicht LKW. Weißt du, wer tot ist? Die Frau, die das Cola-Lied gesungen hat zu Weihnachten. Die Frau, die das Glücksrad-Lied singt auch. Die Frau, die das Glücksrad-Lied gesungen hat, ist auch tot. Joy Fleming. Das Glücksrad-Lied war ein ganz großes Kino. Aber Dave kommt doch erst noch, bevor wir wer ist tot und wer lebt noch spielen. Stimmt, ja. Aber ich hoffe, heute kommt nicht wieder jemand mit so einem Sensenmann-Kostüm rein, so wie letztes Mal, als wir das gespielt haben. Ey, statt Sensenmann, heute dann doch lieber den Mikrofonmann. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach wieder ins Spiel. Gehen wir wieder ins Spiel? Wir gehen wieder ins Spiel, oder? Gehen wir wieder ins Spiel. Oh, danke schön. Oh, denn der Michael, der darf noch seine letzten Leben verlieren. Skills. Stimmt. Robin, ich war hier schon ein paar Mal. Ich habe das Gefühl, dass das Game-Bild nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie steht da Retry unten und bei uns ist... Ich glaube, der Flönz ist auf die falsche Szene geswitcht. Ich glaube, der Flönz ist nicht auf die Avamedia, sondern auf das Netzwerk-Capture. Na, man sieht ja nicht, was du tust. Ich weiß, deswegen bewege ich mich auch nicht. Der Flönz, der regelt das. Ich habe noch nicht viel gemacht. Ich schieße einfach ein bisschen. Der Flönz heute top-notch. Ey, der Flönz, der trinkt halt gerade auch Kaltgetränke, so wie es halt gehört. Eben hat gerade im Chat geschrieben, nur 200 Zuschauer. Leute, 200 Zuschauer ist die Wucht. 200 Zuschauer nicht, was ihr habt. Mega, 200 Zuschauer ist der Wahnsinn. Das muss man wirklich sagen. Also, ich weiß muss nicht. Ich, ist der Flönz eingeschlafen? Wo aber 200 Leute? Nee, das ist geil. Jetzt funktioniert unser Spielbild nicht mehr. Robin, geh doch mal rüber. Geh doch mal rüber. Ich geh mal gucken. Guck mal. Ey, was ist denn heute los? Während der Chat den Flo lobt. Why isn't this working? What is happening? Alter, ihr müsst mir... Was ist denn da los? Freunde, ihr müsst mir glauben, ich bin gerade richtig gut. Ich bin gerade richtig gut. Also wie ich hier die Eicheln wegschieße, ja, da sollte man meinen, ich habe in meinem Leben nicht zum ersten Mal mit Eicheln zu tun. Ne? Hier wird gerade richtig einer weggeballert. Das könnt ihr glauben. Ne? Da wird schnell mit dem Finger auf die Eichel gezeigt, ja, bis die Eichel einfach vor Lust zerplatzt. Entschuldigung, das schneiden wir raus. Es tut mir leid. Big T89, typisch Zocoloris. Fuck yes. Fuck yes, mate. That's exactly what we're made of. Guck mal, da sind wir wieder. Dinge passieren. Ich habe leider nur noch 1 HP. Ich würde gerne endlich anfangen, anständig dieses dumme Spiel zu tryharden, ja? Weißt du, Fischkopf sitzt jetzt hier. Weißt du, Fischkopf sitzt... Der Baron? Welcher Baron? Wie viele? Alle. Robin, setz dich mal hin. Dann stoß mal an auf den Baron, Alter. Der Baron, danke für deinen Zap. Guck mal, kannst du mal hier nach oben drücken? Weil dann können wir anstoßen. Wenn du hier nach oben drückst für mich. Sehr gut.